2021 sind wieder eine Menge Comics erschienen und auch bei DC Comics kam einiges an neuem Stuff raus, der auch den ein oder anderen neuen Helden ans Licht brachte. Der goldene Stan ist wieder am Start. Die Comic-Preisverleihung von Comic-Tubern, von Comic-Fans für Comic-Fans und ich nominiere 7 DC-Superhelden, die 2021 ihre First Appearance feierten. Kandidatin Nummer 1 ist Yara Flor, die neue Wonder Woman einer fernen Zukunft. Allein Yaras Einführung ist ein Meilenstein in der Welt von Wonder Woman. Vorher gab es immer nur die Amazonen aus Themyscira, Yara Flor hingegen stammt aus dem brasilianischen Amazonas. Sie wurde von Jolie Jones als Halbgott-Charakter konzipiert, der gegen Ungerechtigkeiten kämpft, selbst wenn sie auf unglaubliche Gegenwehr stößt. Sie lässt sich nicht beirren, sie bleibt sich stets treu und kämpft mit Mut und Überzeugung für das Gute. Stets an ihrer Seite ihr Pegasus und treuer Gefährte Jerry. Ihr erstes Abenteuer führte sie in die Unterwelt, um eine Amazone aus Themyscira aus den Klauen des Hades zu befreien. Ein neuer, cooler Charakter, die Stadt im Lasso der Wahrheit, goldene Bolas am Start hat. Nummer 2, Gorilla Grack, ist ein Student an der Titans Academy und sein Onkel ist der berüchtigte Flash-Schurke Gorilla Grodd. Und dieser sagte, dass Grack seine Kräfte erst noch entfalten muss. Wenn er das vollständig schafft, hat er das Potenzial, noch stärker als Grodd selbst zu werden. Zum Glück ist seine Ausrichtung aktuell gut. Einen weiteren wütenden, telepathischen Gorilla, der die Weltherrschaft anstrebt, brauchen wir, glaube ich, nicht. Es könnte vielleicht ein Charakter werden, den wir noch häufiger sehen werden. Nummer 3, Gold Beetle. Bei ihr erkennt man, glaube ich, auch schon ganz gut an ihrer Optik, an welche Helden sie angelehnt ist, beziehungsweise welches Erbe sie antritt, nämlich das von Blue Beetle und Booster Gold. Eine lange Linie von Helden und Zeitreisenden. Zunächst einmal bekamen wir sie in Future State, Suicide Squad zu Gesicht und später dann auch an der Seite von Wally West und Bart Allen in der Flash-Serie von Jeremy Adams, der Gold Beetle auch erschaffen hatte. Kandidat Nummer 4 ist Dane, der ebenfalls ein Mitglied an der Teen Titans Academy ist und außerdem ist er der Starschüler von Raven. Er sieht zwar aus wie ein Teenager, aber in Wahrheit ist er über 130 Jahre alt. Das liegt daran, dass ein Mensch-Dämon-Hybrid ist. Seine Mutter schloss aus eigener Verzweiflung, weil sie selbst keine Kinder bekommen konnte, einen Deal mit einem Dämon ab. Und tada, herausgekommen ist Dane, ein neuer Charakter in der Welt von DC mit ordentlich magischem Potenzial. Er kann magische Explosionen aus seiner Hand schießen, Pyrokinese, Portale zu anderen Dimensionen öffnen, mal abgesehen von seinen Engelsflügeln auf seinem Rücken. Nummer 5 ist Stitch, ein weiteres Mitglied der Titans Academy, aber diesmal ein Schüler bzw. Schülerin von Dr. Fate. Stitch ist eine magisch animierte Stoffpuppe, dementsprechend hat sie oder er kein Geschlecht. Dr. Fate unterrichtete Stitch und schickte ihn zur Titans Academy, um zu lernen, was es bedeutet, ein Held zu sein. Aber was kann Stitch? Stitch sieht nicht nur cool aus, er kann durch Telekinese Objekte bewegen und manipulieren, Telepathie, Astralprojektion, das heißt mehrere Kopien von sich selbst projizieren und außerdem kann Stitch einen Tarnmantel erzeugen und sich somit unsichtbar machen, ein vielversprechender Charakter. Kandidatin Nummer 6, Alinta oder auch Bolt genannt. Und was soll ich sagen, auch sie ist ein Mitglied der Titans Academy und der Speedstar der Klasse. Während ihrer Kindheit hatte Alinta ein zerrissenes Stück Papier, auf dem eine Formel geschrieben war. Flash-Fans werden es schon erkannt haben, dass es sich um Johnny Quicks Formel handelt. Naja, nicht vollständig, aber dennoch ermöglichte es ihr, Energie aus der Speedforce zu ziehen. Ihre Eltern nutzten ihre Kräfte, um ihr Geschäft mit gestohlenen Waren voranzutreiben, bis Alinta ihre Beine als Teil einer Schuld verlor. Amanda Waller rettete sie und gab ihr Beinprothesen, damit sie wieder laufen konnte, mit der Bedingung, dass sie jetzt Waller gehörte. Sie durfte dennoch an die Titans Academy, solange Waller sie nicht brauchte. Einziger Nachteil an ihren Speedster-Kräften ist, dass ihre Leistung aktuell noch etwas begrenzt ist. Statt kontinuierlich schnell zu laufen, kann sie eher kleinere, schnelle Sprints. Und zu guter Letzt kommt Brick Petty Rosso, ein weiterer Titans Academy Schüler mit relativ coolen Kräften. Er kann elektromagnetische Energie für eine Vielzahl von Zwecken erzeugen und manipulieren. Brick kann konzentrierte Explosionen aussenden, die in der Lage sind, Elektronik zu zerstören.
also eine wandelnde EMP-Granate, was auch ganz cool ist, dass er elektromagnetische Felder erzeugen kann, um sich selbst oder andere zu schützen. Durch seine Kraftfelder kommen nicht mal Speedstars hindurch. Er kann Elektronik nicht nur lahmlegen, er ist auch ein Experte in dem Gebiet, vor allem Computerhacking. Amanda Waller erwähnte, dass sein Intellekt ungefähr auf dem Niveau von Batman liegt. Ebenfalls ist er ein ausgezeichneter Kämpfer, der bereits in jungen Jahren sämtliche Kampfsportarten trainierte. Und was hat Brick mit dem mysteriösen Red X zu tun? Das erfahrt ihr am besten selbst in dem Teen Titans Academy Megaband. Das waren meine 7 nominierten DC-Superhelden-Neuankömmlinge 2021. Und wer sich in dieser Kategorie durchsetzen wird, das habt ihr da draußen selber in der Hand. In der Videobeschreibung findet ihr einen Link, der euch zu einer Abstimmung führt und auch noch weitere Infos zu dem Ganzen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, eure Nerdcobra.